alle zurückgekehrt, um dich zu holen. Okay, in Margriff angekommen. Oh, das ist ein ganz schöner Umweg. Hm. Da können wir eigentlich hier den Wegpunkt mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Das kann ich hier nicht tun. Ich denke mal, diesmal wird das wahrscheinlich einfacher gehen. Level 35. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weil dann ist man dann da und dann will man das unbedingt schaffen. Und wir haben es ja auch geschafft. Zwar mit ein paar Anläufen, aber ich sag mal, da sieht man mal wieder, wie krass mächtig eigentlich wirklich der Totenbeschwörer ist. Die waren 15 Level über uns am Anfang. Das war schon heftig. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall den Wegpunkt mit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Dann wird es auch bald Zeit, dass wir unseren Golem bekommen. So, jetzt hier auf jeden Fall erstmal Wegpunkt aktivieren, das dass wir hier nicht tun. Die Kurzreise aktiviert haben. Und dann gehen wir hier hoch und dann können wir von hier oben nach Havisa hier runtergehen, denke ich mal. Oh. Vielleicht einmal kurz einen Stopp beim Heiler. Nicht solange ich in der Stadt bin. So, Level 21. Das sollte jetzt schneller gehen. Oh. Noch ein paar Erze mitnehmen. Schrei der Druckwelle. Oh, brauchen wir noch... Ich weiß gar nicht, ob wir noch Keller brauchen. Ich nehme mal einen mit gerade. Kann ja nie schaden. Die gehen ja relativ schnell, gerade weil wir auch hier Schrei der Druckwelle... Das war's schon mit dem Keller. Falls wir noch einen brauchten, haben wir jetzt zumindest noch einen. So, weiter geht's. Und ist das hier, das ist auch wieder ein Stützpunkt. Welch eine Hitze. Die sind auch Level 35. Was ist denn da los? Der Stützpunkt ist Level 35. Das wird ja schon wieder so ein Krisending. Okay, sprecht mit dem Geist. Hallo Geist. Lebt er noch? Wir sind ewig. Einst hielt uns dieser Körper gefangen. Bis sein eigenes Volk ihn verbrannte. Jetzt laben wir uns an ihrer Asche. Okay. Gleiche Strategie wie eben. Schön viel Kadaver-Explosionen machen und gucken, dass die Skelette sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. Einer von denen ist auf jeden Fall nicht so kritisch für uns. So, Überreste. So, vielleicht sollte ich die Sachen mal angucken, die wir hier finden. Level 29, wir bekommen halt auch richtig gute Sachen gerade. Die wir dann verwenden können.
Müssen wir auf jeden Fall aufheben, denke ich. So. Berg die Überreste der Dorfbewohner. Oh nein, nicht schon wieder. Wird gelöscht. Okay. Verschlossen. Wir haben das jetzt geöffnet, wahrscheinlich hier diesen... Ah, da hinten ist jetzt einer. Okay, wenn die jetzt alle einzeln kommen und nicht zu dritt... Wow. Wow, okay. Das war schnell. Das war super schnell. Ich muss hier durch. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche mehr Zeit. Okay, und ich brauche mehr Leichen. Okay, das mit dem Fluch ist nicht so nice. Aber ich denke, wir können das auf jeden Fall auch irgendwie schaffen. Okay, einen haben wir. Oh, einen Trank. Ich brauche den Trank. Oh, und ich brauche Gefolgsleute vor allen Dingen. Komm schon, komm schon, komm schon. Überreste von Dorfbewohnern. Ah, okay. Wisst ihr, wen ihr zu retten versucht? Sind wir schon wieder Gegner? Wird gelöscht. Den sollte ich mir vielleicht aufheben, hier den Brunnen. Okay, die explodierenden. Das wird hier, glaube ich, auch wieder nicht so einfach. Verdammt, warum ist das alles Level 35? Müssen wir wirklich so viel leveln hier? Oh, ich überlege gerade, geht das? Okay, runterklettern. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Okay, wir brauchen mehr Skelette. Diese Explosionen sind einfach zu fies. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Der belebt die halt auch immer wieder. Okay. Sehr gut. Das war Gift. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Was haben wir hier? Gefangener Dorfbewohner. Anscheinend Anscheinend versuchen diese Dorfbewohner den Flammen zu entkommen, die das Haus verschlangen. Doch hier fanden sie keinen Schutz. Okay, zwei haben wir. Wir sind zwar schon zweimal gestorben, aber... Sie haben ihren Beschützer verraten. Sie verdienen die Verdammnis. Yep.
Ich hoffe, das bleibt hier nicht mit diesen Willen. Okay. Das geht vielleicht hier. So diese Engpassage. Noch jemand da? Okay. Ah, der da oben noch. Komm mal hierher. Oh. Na komm schon. Sehr gut. Haben wir den auch. Und wir haben noch einen Brunnen. Was haben wir hier? Oh. Oh, wir haben das. Wir haben das Gebetbuch. Das war's schon? Wir müssen gar nicht. Fleisch wird verkohlen und aufplatzen. Aber na gut, ich will eigentlich das letzte jetzt auch noch irgendwie schaffen. Ich hole mir mal neue Tränke. Hol ich mir neue Tränke? Ich hole mir neue Tränke. Wir haben es ja jetzt, das Buch. Aber wir gehen den letzten Weg auch noch. Allein, weil ich Level 22 werden möchte. Schau mal, ob eine Kiste ist. Gift. Oh, Gift ist ganz eklig. Das weiß ich nicht, ob wir diesen Weg hier schaffen. Nimmt auf jeden Fall gut ab. So, Truhe. Meine Nachbarn, ich flehe euch an. Die Brände müssen aufhören. Die Zakarun befreien nicht das Land von Ketzern. Sie vernichten die Menschen, die euch seit Generationen lieben und beschützen. Wir, die Hexen des Sumpfes, sind es, die die Dunkelheit fernhalten. Uns zu verbrennen, bringt kein Licht nach Abesar. Hier können wir eigentlich stehen, oder? Okay, so. Das ist ja eine Leiche hinterlassen. Leichen brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann nehmen wir den noch mit. Armee der Toten. Ich brauche hier mehr Explosionen. Wow, 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 wow. Gleich hammern. Sehr gut, noch mehr Überreste. Die Frage ist, ob wir jetzt den Punkt in der Mitte, können wir hier? Ach so, wir haben jetzt hier Knochenmagie. Sehr gut. Okay, was können die? Reduziert die Lebenskosten der Angriffe, nachdem sie 5...
Mehr Schaden. Lebenskosten. Jedes Mal durch seinen Angriff. Ah. Stehlung. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr. Ach nein. Oh, wir haben nur keine Leichen mehr. Hier oben. Oder... Ah, wir können nur eine von beiden. Wenn ich auf Knochen gehe, dann... Das mit den zwei Essenz war schon gut. Ich glaube, ich bleib bei denen. Ah, jetzt habe ich es halt vernichtet. Okay. Drei Narr, Stück. Die Feuer sterben nie. Ach, nur einer. Autsch, 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 autsch. Okay, drauf, drauf, drauf. Dann bleiben wir einfach beim Stehen. Wir probieren es zumindest. Oder auch nicht. Ah, das ist ganz schön ausgefuchst. Wow. Okay, aus der Welle, da darf ich nicht drin stehen bleiben. Das kann ich nicht benutzen. Einmal auf, bitte. Ich glaube, das schaffen wir. Mir fehlt die nötige Essenz. So, wir lassen uns einfach die Skelette erledigen. Das geht ziemlich gut. Einfach immer schön weit weg bleiben. Oh. Sehr gut. Na komm schon. Noch nicht bereit. Okay, vielleicht wird das doch schwieriger, als ich dachte. Ah, es gibt auf jeden Fall gleich Tränke. Raus hier, raus hier, raus hier. Und diese Feuerbälle sind einfach ich too habe much. Keinerlei Tränke. Wir können den ja auch nicht ausweichen so richtig. Hm. Okay, das ist, das kann ich nicht benutzen. Ich probiere es noch einmal. Mit einem krassen Hau-drauf-Modus, glaube ich. Okay, krasser Hau-drauf-Modus. Verlief nicht so gut. Wir sind das einfach kann zu schwach. Ich nicht benutzen. Ich habe jetzt schon Schiss, dass der letzte Gegner vielleicht zu stark wird. Ah. Okay, komm schon. Hier einmal raus.
Ja, ihr müsst halt einmal richtig Leichen kommen. Na komm schon. Ich habe kaum noch Essenz. Ich brauche mehr Zeit. Komm schon, greif den Skelettmagier an. Nein, 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 nein. Zeit, um das zu tun. Steht. Okay, ich glaube, das ist zu heftig hier. Aber gut, ich meine, wir haben es ja abgeschlossen. Ich würde sagen, wir machen die Quest weiter. Ich gehe hier zum flüsternden Baum und dann gehen wir hier runter nach Havisar und probieren Saisonquest Stufe 22, weil wir Level 22 sind, ob wir das auch schaffen oder ob wir wirklich leveln müssen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Okay, gehen wir erstmal zum flüsternden Baum.